Wäre es nicht traumhaft, wenn man in einem Albtraum weiß, dass man immer wieder neu ansetzen kann? Neu laden, weil alles nur ein Spiel ist? Oder in einem Wunschtraum so lange bleiben kann, wie man will? In Games ist das möglich. Heute geht es um traumhafte Spiele. Aber wie werden Träume in Computerspielen dargestellt? Wie spielt man Träume und welche Bedeutung hat der Traum für Künstler und Geschichtenerzähler? Dabei muss ein Traum in einem Game nicht immer Monster beinhalten, auch wenn es schnell unheimlich wird. Bei mir ist Stefan Greitemeier, Spielekritiker bei der CT und auch Spieleautor. Schön, dass du da bist und wir spielen jetzt Dream. Am Anfang ist man in diesem merkwürdigen Haus und durch das man wandern kann, Lichter an- und ausschalten und erstmal rausfinden, wer bin ich, wo komme ich her und was ist die Situation von dem Charakter. Und dann kann man sich ins Bett legen. Man schließt die Augen tatsächlich und wenn man erwacht, ist man in dieser merkwürdigen Kubenwelt, die wir vorhin gesehen hatten, wo sich nach einer Weile ein Tor öffnet in verschiedene Traumwelten, die aussehen wie Naturparks. Wie stellt sich in diesen Spielen dem Spieler dar, dass man jetzt träumt? Meistens durch so eine Art von Übergang. Also, dass es etwas gibt, entweder wie in diesem Spiel ist es so, dass man sich tatsächlich ins Bett legt und dann schläft und einem wird gesagt, oh, ich glaube, ich träume. Manchmal ist es auch so, dass man zum Beispiel durch einen Unfall oder einen Schlag auf den Kopf, dann wird es schwarz und da die nächste Sequenz ist dann meistens dadurch, dass sie so merkwürdig ist im Vergleich zur vorherigen, dass man sofort die Vermutung hat, dass man in einer Welt ist, die nicht ganz real ist. Also so schön das aussieht, durch die Atmosphäre und meiner Ansicht nach auch wirklich durch die Musik vor allem, wird dir klar, dass dahinter dem Ganzen mehr stecken muss, als wir sehen, dass hinter der Schönheit möglicherweise ein dunkler Schatten lauert. Okay, und die Nachrichten, die der Protagonist findet, ist das vielleicht auch eine Symbolik für das Unterbewusstsein? Auf jeden Fall. Ich meine, letztendlich kommen Träume dorthin und speisen sich daraus. Und gute Darstellungen von Träumen arbeiten natürlich genau damit und können theoretisch eine total starke Macht dadurch erlangen. Denn der menschliche Verstand, wir alle, ganz egal wo wir herkommen, denken und fühlen auch in Archetypen. Ist das häufig in Spielen, dass wenn man träumt, man in eine recht hilflose Position gebracht wird? Ja, also wie im realen Leben. Ich glaube, das luzide Träumen ist eher selten. Ich habe es tatsächlich noch nie gehabt. Man ist in Spielen in der Tat der Mechanik des Spiels, der Struktur der Levels und dem Willen der Entwickler natürlich hilflos ausgeliefert. Man hat nur so viel Macht, wie einem gegeben wird. Träume sind also selten realistisch, auch wenn Künstler gerne die Grenzen zwischen Realität und Traum verwischen. Träume in der Kunst sind Übertreibungen, Metaphern für Sehnsüchte und Ängste. Oftmals bleibt uns der Sinn von Träumen verborgen, weshalb sich die Psychoanalyse zur Aufgabe gemacht hat, sie zu deuten. Also viele Menschen haben ja die gleichen Träume, die kommen überall auf der Welt vor. Egal in welcher Kultur sie nach Träumen fragen, kommen Träume vor wie, dass wir fallen, dass wir fliegen, dass wir auf einmal nackt sind, ohne dass wir das wollen. Also peinliche Träume, Angstträume kommen vor oder aber natürlich auch schöne Träume, wo wir uns wirklich Wünsche erfüllen. Also es gibt Träume, die können wir schon fast ein bisschen steuern, weil sie so nah an unserem Bewusstsein sind. Und dann gibt es Träume, wo wir wirklich ganz und gar Traum sind. Also wenn wir richtig tief schlafen und wir träumen, dann halten wir das, was wir vor unseren Augen sehen und was wir hören, wirklich für wahr. Wenn man seine Träume gut kennt, dann ist man manchmal auch überrascht, wie man wirklich ist, so was man am Tag gar nicht so bemerkt. Also wie gesagt, Träume sind manchmal Wunscherfüllung und manchmal haben wir Wünsche am Tag, die wollen wir nicht wahrhaben. Aber nachts finden die ihren Weg zu uns und wenn wir das dann bewusst wahrnehmen und verdauen, dann können wir viel damit anfangen. Gibt es einen Grund, weswegen wir Albträume erleben? Ja, also ein Albtraum ist ja eigentlich ein Angsttraum. Meistens bekommen wir im Albtraum, sind wir sehr stark erregt und bekommen große Angst. Überhaupt werden viele Reize aus dem Körperinneren im Traum verarbeitet. Oder wir haben Albträume, wenn es einen besonders großen Konflikt gibt. Also als Mutter kann man schon mal träumen, dass das Kind gestorben ist.
Jetzt sagt Freud natürlich, jeder Traum ist auch irgendwo eine Wunscherfüllung. Und da fragt die Mutter sich, wenn ich sowas Schreckliches träume, das kann doch keine Wunscherfüllung sein. Aber manchmal ist man eben auch als Mutter so am Ende der Kraft, dass man sich im Verborgenen denkt, ach, wäre ich doch alleine. Also man spricht vom Traumzensor. Wir haben alle sowas wie so eine Moral, auch im Traum, die bleibt wach und das ist der Traumzensor. Und der spricht ständig dagegen. Also wir wollen nicht denken, dass unser Kind stirbt und dann entwickelt sich dieser innere Kampf zu einem furchtbaren Albtraum. Wie ist das? Wird in diesem Spiel das Träumen dargestellt? Ja, in der Tat befinden wir uns schon in einem Traum, obwohl man das noch nicht so merkt, weil das wäre eine Szene, die könnte natürlich auch in jeder anderen Art von Spiel eigentlich stattfinden. Aber das ist der erste Traum, den wir haben. Und hier ist auch eine ganz schöne Mechanik, wie man aus dem Traum herauskommt, weil man muss tatsächlich den eigenen Wecker finden. Ist das eine offensichtliche Traumwelt? Nein, würde ich nicht sagen. Vor allem deswegen, weil schon die Darstellung mit den Pappmaché-Figuren ist schon ziemlich besonders. Ne? Also das ist eine Sache, die man selten gesehen hat in irgendwelchen Spielen. Das ist schon ziemlich cool. Da ist der. Guck mal, was ich gefunden habe. Ich kann Karten lesen. Ja. Okay, jetzt klingelt's und jetzt wache ich vermutlich auf. Genau. Und da ist es quasi das Gegenteil von dem letzten Spiel, in dem musste man aus der wachenden Welt in die Traumwelt hinübergehen und hier muss man sich eigentlich aus der Traumwelt herausarbeiten. Welche Mittel stehen mir denn zur Verfügung, eine Traumwelt darzustellen? Theoretisch alle. Die Macher entscheiden sich für etwas, weil Traumwelten funktionieren eigentlich nur in Relation zu den realen Welten. Und je nachdem, wie man die eine darstellt, das entscheidet, wie sich die andere Welt unterscheiden muss. Welche Rolle spielt Humor in diesem Spiel? Oh, ist schon ziemlich witzig gemacht, je nachdem. Bei Point and Click Adventure ist es so, dass man eben wahnsinnig viel ausprobiert. Und eine der interessanten Fragen ist immer, wie geht das Spiel damit um, wenn man etwas versucht, was man nicht tun darf? Es wird nicht so häufig gemacht, aber theoretisch sind die Möglichkeiten im Traum unendlich. Du kannst alles auf verschiedene Größen aufblasen oder winzig klein machen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dafür ist aber erstaunlich, dass es sehr, sehr selten gemacht wird. Also ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern, das wirklich eine Traumwelt als Quelle von Humor genutzt hat. Ist Träumen in der Kulturgeschichte ein wichtiges Thema? Also das kennen wir selber, wenn wir träumen und schlafen, grundsätzlich irgendwie so eine Parallelwelt aufmacht. Und da gibt es tatsächlich, also schon ganz, ganz früh verschiedene Traumerfahrungen, die Menschen beschäftigt haben. Also wir können in die Bibel schauen, im Alten Testament, da haben wir also den Traum als Ort, Gott zu begegnen und Gottes Erfahrung zu machen. Einerseits kann der Traum als bloßer Schein erfahren werden. Dann wird er zum Sinnbild für die Fehlbarkeit und Vergänglichkeit menschlichen Lebens im Kontrast zu einer göttlichen Wahrheit. Andererseits kann der Traum aber auch das Medium sein, in dem das Göttliche selbst erfahren wird, wenn man an prophetische Träume zum Beispiel denkt. Dann wäre er umgekehrt Ausdruck einer höheren Wahrheit. Interessant ist also, dass der Traum absolut ambivalent ist, zwiegespalten zwischen Schein und Sein. Wir haben weiterhin Möglichkeiten, immer wieder eine Grenze zu überschreiten. Ich glaube, das ist dann so auch das Spannendste, was passiert schon im Barock, wenn man nicht weiß, was ist Leben, was ist Traum oder ist überhaupt so unser ganzes Leben ein Traum? Und es geht vor allem weiter dann, glaube ich, im Surrealismus, wo es super spannend wird, weil sich da der Traum dann auch psychologisch auflädt. Und ich denke, das liegt daran, dass in Schlaf und Traum der Mensch sich in einem ganz anderen Seinszustand erfährt als im wachen Leben. Darum ist die Auseinandersetzung mit Träumen auch immer eine Frage nach dem, was es bedeutet, Mensch zu sein. Warum ist der Albtraum generell interessant für Künstler? Ich denke, dass ein interessanter Aspekt des Albtraums sein könnte, dass er ein kreatives Potenzial freisetzt. Dass er also einen Anlass bietet,
monströse Gestalten zum Beispiel zu zeichnen oder imaginativ zu entwerfen. Repräsentieren Traumsequenzen vielleicht auch eine Art Kontrollverlust der Figuren? Vor allem halt in dem Moment, wenn eben eine Figur gar nicht merkt, dass sie geträumt hat und eben denkt, dass das, was gerade passiert ist, noch zur Realität gehört und den Realitätsgehalt erhält. Ein Kontrollverlust vor allem dann, also mir fällt da vor allem von Amenaba Abre los Ojos ein, also in dem Moment, wo eben die Hauptfigur nicht mehr weiß, dass alles das, was sie erlebt hat und was auf einmal irgendwie aus dem Bahnen gerät, tatsächlich geträumt war. Haben alle Traumsequenzen immer albtraumhafte Elemente? Nein, ich denke, das ist nicht der Fall. Denn es gibt ja auch ganz realistische Träume oder solche, die einfach zu schön sind, um wahr zu sein. Gerade hier, denke ich, wird es spannend. In dem Augenblick, in dem ein Traum beziehungsweise die traumhafte Erfüllung aller Wünsche derart übersteigert wird, dass diese Erfüllung als verfremdet oder bedrückend erscheint. Träumen ist uns manchmal unheimlich, weil wir keine Kontrolle darüber haben und sie oft unser tiefstes Inneres zum Vorschein bringen. Besonders Albträume jagen uns dabei so einen Schrecken ein, dass wir sie kaum aushalten und aufwachen. Ein echtes Albtraum-Game ist The Evil Within 2. No, this is not happening. Oh God, Lily! Was genau sind die Mechaniken, die man in einem Albtraum antrifft? Und was machen die mit uns? Warum haben die so eine starke Wirkung auf uns? Und besonders, warum funktionieren die so wahnsinnig gut in diesem Spiel? Ich denke, dass es hauptsächlich daran liegt, dass Albträume ihre Bildsprache aus dem Unbewussten und dem Unterbewussten herausziehen und da in was reinstoßen, in bestimmte Ängste, die alle Menschen haben. Weil das Leben von allen Menschen auch an vielen Punkten identisch ist tatsächlich, ne? So trotz aller Unterschiede. Und ein Gefühl von Liebe zu einem Kind oder die Sorge darum, den Wunsch es zu beschützen, das ist etwas, was eigentlich alle Menschen besitzen. Ganz egal, ob man selbst Vater oder Mutter ist. Wenn wir ein kleines Kind sehen, das weint, dann ist es, dann wollen wir dem helfen. Und Albträume benutzen das. Und Spiele, die Albträume benutzen, benutzen das gegen uns. Come on out! Lily, where are you? I'm here! Dad's here! You weren't here for me, Dad. Welche Mittel nutzt The Evil Within 2, um wirklich unberechenbar zu bleiben? Tatsächlich die Mittel des Albtraums. Dass es keine Regel gibt, keine Logik, die nicht gebrochen werden könnte. Und sie erfinden eine ganze Reihe von Figuren, die bei denen das sozusagen mit reingeschrieben ist. In diesem Fall gibt es einen, wie im ersten Teil, gibt es auch im zweiten eine Person, deren quasi psychopathischer Geist angefangen hat, diese Welt zu korrumpieren. Und in diesem Fall ist das ein verrückter Künstler namens Stefano. Und dieser will den Tod zur Kunstform erheben. Und ist fähig, Zeit zu manipulieren, anzuhalten, kann sich ebenfalls teleportieren und macht eigentlich aus den sterbenden Menschen Kunstwerke zwischen Leben und Tod. Und wie macht es das Spiel, dass es trotzdem spielbar bleibt? Evil Within 2 arbeitet ganz gut damit zu wissen, wann es einem die Pistole auf die Brust drücken muss und wann nicht.
Du dürftest zum Beispiel, wenn der, du kannst, darfst den Spieler komplett verwirren, eine Sackgasse laufen lassen, aber dann darfst du ihn nicht dort von einem Monster eingreifen lassen. Plus dann kommt noch dieses Element der Narration, was ich vorhin erzählt habe, auch dazu, ne? Dass du verschiedene Plots hast, die auch die ganze Zeit so gegeneinander gehen. Und schon deswegen kannst du gar nicht sagen, weil ich das jetzt zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, okay, ganz klar, Stefano ist jetzt unser Endgegner. Das heißt, wir werden die ganze Zeit gegen ihn gehen, kurze Scharmützel haben und dann weg. Und Pustekuchen, es geht um was ganz anderes. Es ist noch eine Schachtel in einer Schachtel. Genauso wie Träume, auch keiner normalen, stringenten Narration folgen, sondern springen. Also versucht das Spiel dir auch wie ein Traum etwas zu suggerieren, was erstmal gar nicht stimmt. Ja, es führt dich dauernd auch auf falsche Fährten. Hey! Damn it! Games nutzen Träume aus ähnlichen Motiven wie andere Kunstformen. Manchmal geht es um persönliche Konflikte und es ist beinahe so, als ob man etwas über sich selbst lernen soll. Manchmal geht es aber auch um Prophezeiungen, Sehnsüchte oder nur eine unklare Angst. Träume werden zu Aufgaben, Metaphern und Herausforderungen, von denen wir allerdings auch wissen, wir können sie bewältigen. Durchspielen. Nicht immer macht alles Sinn, aber wenn wir durch sind, wird das Aufwachen umso schöner.